Yeah, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, im letzten Part haben wir den sogenannten Missigno-Glitch genutzt und haben einige Items vervielfältigt und sind endlich mit dem Pokémon-Haus fertig geworden. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben schon die ersten drei Trainer besiegt und um euch das mal kurz zu zeigen, ja, ich habe jetzt Dragonier ein wenig trainiert offscreen, also nicht lange, das waren jetzt vielleicht noch ein, zwei Stunden. Und ja, ich habe jetzt die Freiheit genommen und habe ein paar Nuggets vervielfältigt, habe diese dann umgetauscht gegen Geld und habe mir jetzt mal offscreen ein Porygon gekauft bei der Team Rocket Spielhalle, weil das Pokémon bekommt man nämlich nicht anders. Und ich habe für Dragonier eine Attacke gekauft und zwar, dass ich euch ganz kurz zeige, statt Agilität Drachenwut. Ja, Drachenwut bzw. Dragoran lernt ja später noch. Achso, ich habe den Fragezeichen öffnen abgelegt. Hoppala. Nee, ich habe ihn nicht weggeworfen. Die kann man, glaube ich, gar nicht wegwerfen. Nee, es ist so, Dragoran lernt irgendwann mal Drachenwut. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Wenn wir es jetzt schon können, ist es noch besser. Das heißt, wir werden uns... Hoppala. Das heißt, wir werden uns in diesem Part mehr oder weniger dem Arenaleiter stellen. Also es wird noch ein paar normale Kämpfe geben. Und ich hoffe, dass es sich mit Slimer ausgeht. Weil der braucht ja rein theoretisch nicht mehr viel... Ja, der braucht ja nicht mehr viel, ja, genau, der braucht ja nicht mehr viel. Und falls jetzt jemand fragt, warum heißt es eigentlich Fragezeichenöffner, weil der Arenaleiter, von der Zinnoberinsel, Pyro heißt der übrigens, ein Rätselmeister ist. Ja, das mit dem Schlüssel finden ist sowas wie die erste Aufgabe, die man hat, bevor man überhaupt die Arena, ja, bevor man überhaupt die Arena betreten darf. Ich glaube, das musste Ash eh auch machen. Ich glaube, bei dem waren wir jetzt, ne? Genau. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Ja, hier wäre natürlich jetzt Turtok als Starter ideal. Aber wir haben eh genug andere Pokémon. Achso, ich habe an erster Stelle jetzt... Ponita. Ja, das macht nichts. Ja, wie ihr seht, leveltechnisch sind die Viecher relativ weit. Also, man kann sagen, was man will. Ja, man kann sagen, was man will. Hier ist das Training echt sinnvoll. Leider kann man die Trainer eben immer nur einmal herausfordern. Das ist ein bisschen kacke. Jawohl, Stampfer. So, nochmal Slam. Ja, es muss ja nicht die ganze nur Drachenwut sein. Jawohl, besiegt. Ja, Dragonier verdient auch ein paar Erfahrungspunkte. Du bist brandgefährlich. Würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich bin eigentlich der harmloseste Freak auf dieser Welt, aber ja, dann setzen wir mal Slimer nach ganz oben, weil ich denke, dass sich der sogar bald mal weiterentwickeln würde. So. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Wahrscheinlich, weil er gerne Pokémon trainiert? Ist die logische Konsequenz oder die logische Antwort darauf, ne? Der Streber. Und Galoppa. Ja, sie haben den Sprite von Galoppa hier meiner Meinung nach verdammt gut hingekriegt, also da kann man echt nichts sagen. Ui, Feuerwirbel ist eine gemeine Attacke, vor allem weil sie ähnlich wie Klammergriff und Wickel über mehrere Runden geht. Ach komm. Ja, es geht daneben, das heißt wir können es vergiften. Es hat keine Wirkung, warum hat es keine Wirkung? Jawohl, jetzt aber. Super, und jetzt, ja, ich würde sagen, Schlammbad. Ich meine, Gift gegen Feuer ist jetzt nicht wirklich effektiv, aber auch nicht wirklich schwach, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja. So, nochmal. Ja, ich könnte ja mit Body Slam einfach alles beenden, aber ganz ehrlich, ich will mir etwas Spaß gönnen, würde ich mal so behaupten. Trotzdem heile ich jetzt mal eben Slimer auf, weil ich will nicht riskieren, dass er trotzdem besiegt wird. Jawohl. Oh Mann, Heuler, wenn ich eh schon merke, dass ich vergiftet bin, dann setze ich doch keinen Heuler ein, oder? Hm, egal. Pfund. Ach komm. Jawohl. Und 1000, jawoll, Slimer erreicht Level 38. Und wir besiegen den Streber. Autsch, alle haben immer nur Autsch. Ey, Slime entwickelt sich, jawoll, Leute.
Ja, der Größenunterschied von Slimer auf Slimog ist schon beachtlich. Einfach nur ein riesiger Schlammhaufen. Jawoll. So, das bedeutet, eigentlich könnten wir unseren Trainingsfokus jetzt auf... Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Lapras ist trotzdem noch immer ein bisschen schwächer, aber Lapras weiß sich zu verteidigen. Deswegen nehme ich spontan wieder Dragonair als erstes. So. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Wahrscheinlich, weil es so warm ist, ne? Die Automaten links von uns sind übrigens Fragespielchen. Das heißt, wenn man die Fragen richtig beantwortet, braucht man nicht kämpfen. Aber das Kämpfen ist hier wichtiger, weil wir eben trainieren müssen. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, was Pyro für einen Stärkegrad hat und Level, ne? Brille. Brille bringt sich nichts, wenn wir im Kampf sind. Haha. Ach komm. Ist das jetzt... Wickel. Ja, jetzt geht Wickel auch noch daneben. Das gibt's doch nicht. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Ja, die Framerate, sorry. Den Dieb. Ja, wir wechseln mal eben zu Lapras. Ja, jetzt können wir uns da wieder abwechseln. Das ist das Gute daran. Jetzt haben wir übrigens 39 Einträge. Ja, das ist schon mal gut. Aquaknarre. Ja, müsste eigentlich reichen. Und wenn nicht, haben wir noch Body Slam. Jawohl, fast. Gelobt. Übrigens habe ich Drachenwut getestet. Drachenwut würde auch bei Lapras komischerweise funktionieren. Da gibt zwar für mich überhaupt keinen Sinn, dass ein Wasser-Eis-Pokémon Drachenwut lernen kann, aber warum nicht? Wir besiegen den Dieb. Autsch, du bist stark, ich weiß. Ja, setzen wir gleich mal einen Hyperheiler ein. So, ja, okay, jetzt müssen wir bald mal wieder, das hätte keinen Effekt. Ach so, auf Lapras, hoppala. Jetzt müssen wir uns bald wieder welche kaufen. Aber das kriegen wir schon hin. So. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber wenig. Ja. Definitiv wenig. Ich meine, immerhin hat Ashs Glurak ja Garys Turtok besiegt. Zwar nicht mit einer Feuerattacke, aber trotzdem. Ja, das ist jetzt schwierig, weil... Drache gegen Feuer ist so ein relatives Element, ne? Jawoll! Drachenwut haut aber eh ganz gut rein. Es verliert etwas an Kraft. Komm schon, besieg es. Ja, fast. Oh Mann, wie mich die Pokémon nerven mit ihren Silberblicken und ihren Rutenschlägen. Ja, manchmal geht es echt auf den Geist. Und jetzt Vulpix. Nee, lassen wir es mal bei Dragonair. Wir werden sowieso spätestens bei Pyro mehrere Male auswechseln müssen. Jawoll. Jetzt sind wir verwirrt. Ja, leider kann man bis heute noch nichts gegen die Verwirrung machen. Das ist so ein bisschen dämlich. Es besiegt sich fast selber. Alter, wie geil ist denn das? Und es besiegt sich selber. Ja, ich weiß, ich finde das ironischerweise immer ein bisschen... Nennen wir es einfach mal lustig. So, mit Lapras wiederbeleben, damit unser Dragonair Erfahrungspunkte bekommt. Jawoll. Oh, ein kleines Vulpix beherrscht Schwammenwurf. Wow, wenn man bedenkt, dass Glurak es erst relativ spät gelernt hat, ist das schon eine beachtliche Leistung, ne? Jawoll, komm schon. Und wir besiegen den Streber. Sind hier nur Streber am Werk? Oh, ich habe verloren. Das hättest du doch gleich wissen können, Kumpel. So. Und da ist er schon, unser Arenaleiter. Haha. Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du sollst schon mal Feuerheiler parat halten. Okay, er sagt nämlich in den anderen Editionen, also in Feuerrot zum Beispiel, sagt er etwas anderes noch dazu. Pyro. Ja, er trägt eigentlich eine Sonnenbrille.
seinen Kittel, weil Pyro war mal ein Forscher, soweit ich weiß, oder ist sogar noch nebenbei ein Forscher. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht genau, aber ja, er ist ein ganz schön cooler Trainer. Agilität, okay, ja, kann man nichts machen. Er setzt Supertrank ein, obwohl Fukano gar nichts fallen. Ja, keine Ahnung, manchmal sind die Arena-Leiter auch nicht gerade schlau. Komm schon. Ja, das werden wir relativ einfach mit Dragonir schaffen. Ist paralysiert, super. Und besiegt. Ponita. Ja, ich würde spontan sagen, Lapras. Ja, jetzt brauchen wir uns um keine Entwicklung mehr kümmern, das ist schon mal gut. Warum er kein Galopp einsetzt, verstehe ich eh nicht ganz. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch den Kung-Fu-Strahl benutzen können, aber scheiß drauf. Wieso Supertrank? Das Pokémon hat doch gar nichts. Weder eine Wunde noch irgendwas anderes. Ich verstehe es irgendwie nicht. Ja, vielleicht muss ich das noch nicht verstehen, ganz ehrlich. Jetzt verwirren wir es mal. Ja, so ist es etwas einfacher. Nein, nein, ich wollte doch. Ja, der Controller reagiert ab und zu etwas zu empfindlich. Aber egal, passt schon so. Surfer. Ja, genau, schlag dich selber zu Tode, Ponita. Und jetzt der Surfer, das dürfte eigentlich reichen. Obwohl wir 4 Level drunter sind. Jawohl. Und Galopa. Ja, ist egal. Nehmen wir mal Slimog als Grand, oh Mann, sein Sprite sieht er. Okay, es sieht etwas komisch aus, will ich jetzt mal so sagen. Aber anders sieht er ja im Anime auch nicht aus. Das ist so richtig genial. Und anscheinend ist Slimogs Gestank so extrem, dass er sogar durch den Pokéball stinkt. Ja, Gott sei Dank macht Feuerwirbel nicht so einen Schaden, aber es ist schon ein bisschen gemein, diese Attacke einzusetzen. Ach komm, wie viele Runden geht denn das noch so? So, und jetzt Toxin. So geht's noch schneller. Jawoll, und Body Slam. Ja, findet ihr das nicht auch komisch, dass Pyro die ganze Zeit Tränke einsetzt, obwohl das Pokémon noch nicht einmal halb angeschlagen ist? Ich meine, das ist doch komisch. Ich will nicht sagen dämlich, aber komisch. Ja, das mit Toxin ist eindeutig das Hinterhältigste, was man eigentlich machen kann. Das Lustige ist, egal wie oft der Galopper aufheilt, Toxin wird ihn im Endeffekt besiegen. Ja, ihr seht's eh, was das jetzt schon für Schaden macht. Jawohl. Und jetzt noch Arcani. Ja, im Anime hat er als Haupt-Pokémon, also als stärkstes Pokémon besser gesagt, Magma. Warum er das hier nicht hat, verstehe ich nicht ganz, aber ja, er wird seine Gründe haben. Okay, 11 Level über uns und trotzdem Supertrank, weil es jetzt so viel bringt. Zuerst einmal verwirren, dann den Surfer. Ach komm. Jawohl, er besiegt, oder? Naja, besiegen ist relativ. Ja, okay, zumindest einen guten Schaden. Glut. Aber ich würde sagen, das war's mit unserem Arcani. Ja, super. Haben wir das gemacht? Jawohl. Und wir besiegen Pyro. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Wir gewinnen so und so viel. Haha, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM38. TM38 ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacken lernen. Glutexo und Ponita sind dafür
keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Ja, werden wir allerdings, entweder werden wir es Glurak beibringen oder eventuell sogar, falls er es lernen kann, Slimog, weil eigentlich sind wir bei Glurak mit Flammenwurf eh schon effektiv genug. So Leute, jetzt ist es wirklich so ein Punkt, wo ich sagen muss, jetzt haben wir eigentlich, blöd gesagt, nur noch eins zu tun. Ja, jetzt könnten wir rein theoretisch direkt nach Vatania City fliegen, um dort den nächsten Arena-Leiter ausfindig zu machen, also den letzten. Aber, nee, wir werden uns heute mal die Ding anschauen, die sogenannten Seeschauminseln, weil dort befindet sich nämlich auch etwas, sagen wir mal, halbwegs Interessantes. Ich muss nur mal kurz gucken, wo die genau sind. Nee, da brauche ich jetzt... Ja, wir werden jetzt mal eben nochmal Onyx ablegen, weil ich nochmal Tauboge brauche wegen dem Fliegen. Ja, wir waren ja geilerweise schon dort. Das bedeutet, wo wir einmal gewesen sind, kann man ja immerhin. So, vielleicht schaffen wir es sogar... Ich werde schon ein paar Kämpfe machen, damit sich Tauboga endlich mal weiterentwickelt. Genau. Ja, Feuersturm werde ich... Ja, gut. Nee, scheiß drauf. So. Das bedeutet, jetzt muss ich... Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hinfliegen können, mal davon abgesehen, aber... Moment. Nein, wir können nur von Stadt zu Stadt. Ich glaube nämlich... Ich glaube trotzdem, dass wir extra nach Ding fliegen müssen, nach Fuxania City, um dort überhaupt, ja, um dort mehr oder weniger überhaupt die Seeschauminseln erreichen zu können. Aber ich werde es so machen, dass ich die wilden Pokémon mehr oder weniger, ja gut, Dragonier bleibt jetzt mal an erster Stelle. Ich werde die wilden Kämpfer wieder rausschneiden, weil von hier aus müssen wir zur Seeschauminsel reisen, wie schon erwähnt. Und... Ja, ich werde zwar die Trainerkämpfe machen, aber ich werde sie rausschneiden für euch, weil, ja, für euch ist das mittlerweile uninteressant, aber die Seeschauminseln sind halt, habe ich den schon besiegt? Ja, war jetzt leider nur ein Tentacher auf Level 5, ich sehe eine Inselgruppe. Okay, dann haben wir schon besiegt, Gott sei Dank. Ja, die Pokémon hier sind ja nicht sehr stark, Gott sei Dank. Okay, ich würde jetzt lachen. Okay, dann habe ich auch schon besiegt, Gott sei Dank. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum man die Insel nicht so erreichen kann, also sprich, ja, warum man da teilweise nicht einfach hin fliegen kann, verstehe ich eh nicht ganz. So, jetzt müssen wir nämlich, hier bräuchte man, hier haben wir Schaufler, das ist eben das Gute daran. So, und jetzt sind wir offiziell in den sogenannten Seeschauminseln und ich zeige euch mal, welche Pokémon hier auftauchen, unter anderem eben Mushas. Und ja, die haben einen ganz guten Level, das heißt... Hier zu kämpfen ist auch sehr, sehr kampffördernd. Und bei Dragonier will ich schon ungefähr auf Level 40 aufsteigen, bevor wir überhaupt den letzten Orden... Obwohl ich sagen muss, ja, für den letzten Orden bräuchten wir rein theoretisch eh nur Glurak, Rasaf und ja, Onyx rein theoretisch. Oder eigentlich nur Glurak und Rasaf. Ja, der letzte Orden ist ja bekanntlich der Erdorden. Weist schon mal darauf hin, dass der Arena-Leiter eher Boden-Pokémon bzw. Gestein benutzt. Und die Tatsache ist, ja, das stimmt sogar. Tatsache ist, auch in Pokémon Feuerrot, glaube ich, benutzt er, glaube ich, dieselben, nur mit anderen Attacken. Ach komm, Dragonier stelle ich jetzt nicht so blöd an gegen ein wildes. Okay, Aurora-Strahl ist gefährlich. Ja, man sieht's eh. Weil es eben, also Aurora-Strahl ist eigentlich so ziemlich die schwächste Eisattacke, aber gegen ein Drachen-Pokémon trotzdem effektiv. Oh Mann, Panzerschutz, ja. Dann mache ich mal Drachenwut und die ganze Sache hat ein Ende. Ja, hier zahlen sich die Kämpfe mehr oder weniger schon aus, weil unsere Pokémon brauchen ja Training. So. Wo habe ich denn die Hypertränke? Bin ich jetzt blöd? Ach so, da. Ich dachte mir schon, dass ich noch welche haben muss. Mhm. So. Ja, ein paar Minuten mache ich noch. Natürlich werde ich jetzt nicht alle wilden Pokémon zeigen, weil das wäre dann wieder zu langweilig. Aber ein paar halt. Mushas, nochmal. Mhm.
Ja, gerade für Dratini ist das hier ein... Dratini sage ich schon wieder. Gerade für Dragonir ist das hier ein wahnsinnig gutes Training. Muss man schon sagen, ja. Ja, ich habe Slam so selten benutzt früher, dass ich gar nicht gewusst habe, wie effektiv die Attacke eigentlich so gesehen ist. So, Wickel. Nochmal. Und die Sache hat ein Ende. Ja, auch wenn wir jetzt in diesen 20 Minuten nicht so viel erreicht haben, Leute, möchte ich trotzdem an dieser Stelle den Part beenden. Ja, ich habe einfach nicht so viel Zeit heute. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Hinterlasst mir eventuell ein Like und einen Kommentar. Oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Pokémon Rote Edition. Bis dahin, macht's gut, Leute.